Wir erklären auch heute die Zellteilung einer Mutterzelle, auch genannt Mitose. Es fängt an mit der sogenannten Interphase. Dort werden aneinander verwickelte Fäden sichtbar. Zuerst winden sie sich schrabenförmig auf, dann verknüpfen sie sich und werden dicker. Insgesamt sind es 46 Chromosomenpaare in der Zelle. Also dann verdoppelt sich der Chromosomenansatz zu zwei Schwesterchromatiden, die x-förmig aneinander liegen. Die nächste Phase ist die Prophase. In der Prophase löst sich der Zellkern auf. Nachdem entstehen zwei Spindelapparate. Die nächste Phase ist die Metaphase. Dort stellen sich die beiden Schwesterchromatiden auf eine senkrechte Linie, auch genannt die Äquatorgerade. Die Spindelapparate bauen Fäden zu ihren jeweiligen Chromatiden auf. Anaphase. Spindelapparate ziehen die Schwesterchromatiden zu sich hin. Das Zentronerv in der Mitte der Chromatiden wird gespalten. Schwesterchromatiden werden auseinandergesprengt. Die letzte Phase ist die Telophase. Dort die Chromosomen sind wieder mit einer Kernhülle umgeben.